Nach dieser kurzen Einführung, nach der Charaktererstellung unseres Bounty Hunters Snizzle und einem Ladebildschirm und einer Zwischensequenz und dann noch einem Ladebildschirm, sind wir jetzt soweit. Ich bin nur noch einen Spacebar-Druck entfernt, in Star Wars The Old Republic anzufangen. Fangen wir doch einfach mal genau damit an. Spacebar-Druck. So. Ich versuche möglichst wenig Dialog zu überquatschen. By the way. Und ich glaube, ich muss sowieso gleich nochmal in die Optionen, um sowas wie den Untertitel einzuschalten. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Die Schatten sind hässlich, möchte ich mal gerade angemerkt haben. Verdammt hässlich. Na, bin ich das? Das sieht nach mir aus. Ich habe einen komischen Rucksack auf. Na, guck mal. Tada. Was geht hier ab? Ja, und nun? We're almost set up. See if you can't get that security network running, Mako. Sure thing, Brayden. We'll be... hey now. Indeed. Main attraction has arrived. Team, this is the man we're pinning all our hopes on. Best shot I've ever seen in nerves of steel. It's great hunt material, all right. What do you say, Hunter? Ready to meet your team? Oh, okay, da sind wir. Und ich kann mir jetzt auch direkt aussuchen, was ich ihm sagen möchte. Das ist so ein bisschen BioWare-typisch. Ich habe mehrere Möglichkeiten zu antworten. Und dementsprechend geht das hier auch weiter. Also eher untypisch für ein MMO. Also, er fragt mich, ob ich das Team vorgestellt kriegen möchte, quasi. Okay. Tja, was sage ich ihm denn mal? Wann kriege ich mein erstes Geld? Komm. What I'm ready to do is make a pile of credits. Man from your same mold, Tori. Liska Taka, Yajoska Ukle, Yuga Chesko Ukuta. Let's do things official-like. This is Mako, a little genius I picked up years ago in Nar Shaddaa. She provides intel and tech. Hope you're as good as the old man says. And the big bruiser is Jory. He handles the heavy lifting and provides security for our base of operations. Atun ma chechu I kutzi nankihe. Okay. Tja, sieht ja so aus, als hätten wir alles, was wir brauchen. Big guns. I'm sold. All right. Enough introductions. Down to business. We're here because the Great Hunt has been called. Little Mako is the most rabid fan of Hunter history this side of Geonosis. And even she doesn't know exactly what the Great Hunt entails. I do know the names of every Great Hunt winner, though. Bloodworthy, the Defenestrator, Jewel and Nightbringer. Every bounty hunter who's won a Great Hunt went on to massive glory and riches. Which is why we're here. Sure. Wir sind hier, um Geld zu machen und um reich zu werden und berühmt und überhaupt. Tja, ich bin im Prinzip hier, weil ich gerne Geld haben möchte. I just wanna be rich. Here's what I know so far. The Great Hunt has two groups, the Mandalorian Elite and Freelance Bounty Hunters sponsored by influential crime lords. There's no time to make you a Mandalorian. That means you need a sponsor. Nimro the Hutt runs this stinking little town. I've got just enough pull with that gangster to get you an introduction. Mako, scan for every bounty in the area. I want the nastiest, most brutal, untouchable scum you can find. I'm on it, Brayden. Das soll ich dann töten. Na toll. We need to get you situated as a big-time hunter, at least as far as the locals know. Then we contact Nimro. Mako will plant rumors about your off-world exploits. But you... take down someone impressive and local.
sell the reputation. Okay, das kriege ich hin. Zeig mir einfach nur, wo ich hin soll. And I'll take it down hard. How's that scan, Kamimeko? Found something. Check this out. Vex, Corellian. Champion quickdraw artist, wanted for robbing 15 Imperial military pay stations. Togawata Kiko Uba Kiriwata Puki Donko. Perfect. This Vex is either a madman or a glory hound, and he's obviously dangerous. It says here Vex has a safe house in the bad part of town, right in the heart of the madness. That'll be fun. Nemro the Hutt's enemy took over part of this town. It's dangerous poking around in there, but it's your best shot. Raid Vex's safe house and look for something that might help us track him down, but be ready for anything. Okay. Don't tell me how to do my job, Brayden. Have it your way. That attitude gets a lot of hunters fried their first time out, though. Good luck. Da können wir auch endlich anfangen zu spielen. Hier gibt's erstmal ein paar komische Class Story Areas Solo. Also ich bin jetzt in irgendeinem komischen Story-Dings, das ist instanzbasiert im Prinzip. Das ist nur für mich und ja. Okay. Movement, das kriege ich wohl noch hin. Missions. You have a mission, das ist toll. Warum ist mein Bild da unten ist ein bisschen hässlich? Ich muss jetzt gerade erstmal nochmal in die Einstellung mal gucken. Irgendwie kann das alles noch nicht ganz so richtig sein hier. Was haben wir denn da? Grafische Optionen. Sieht spontan aber ziemlich alles ganz hochgestellt aus. Ist einfach nur unglaublich hässlich. Okay. Na, meinetwegen. Jetzt muss ich mal gerade noch mal kurz gucken. Keybindings, das auch nichts. Ach, shit. Das ist ja alles toll aufgeteilt hier. Eigentlich wollte ich jetzt gucken, dass auch nichts auf F9 drauf ist, weil ich da ja eigentlich immer mein Fraps mit bediene, aber sieht nicht so aus. Gut. Wollte ich noch irgendwas schauen? Ach ja, richtig. Ich wollte noch in die normalen... Na, komm. In die normalen Preferences. Gibt's da sowas wie normal? Controls? Nö. Flytext? Nö. Chat? Nö. Ich wollte gerne eigentlich sowas wie Untertitel haben. Wenn das irgendwie möglich ist. Conversations. Display Subtitles for Conversations. Sehr gut. Apply. Dankeschön. Damit sind wir doch schon mal soweit. Dann können wir ja anfangen. Okay. Search for information on Vex. So, hallo Pakito. Wer auch immer du bist. Kann ich... Nee, das ist auch irgendein Spieler offensichtlich. Hüpf. Bewegen sich sehr eigenartig, muss ich zugeben. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Rapid Shot. Okay. Kann ich hier nicht benutzen. Schade. Missile Blast und Vent Heat. Aha. Okay. Na, von mir aus. Ich habe Heat. Das schauen wir einfach mal so, wie wir hier weiterkommen. Da unten habe ich eine Minimap, das ist gut. Hier kann ich rumlaufen, aber ich kann offensichtlich niemanden anquatschen. So. Kann ich da vorne? Nein, da kann ich auch nichts drücken. Ich kann hier nirgends was. Doch, hier kann ich was drücken. Hallo, Gianna. Warum kann ich dich dann anquatschen? Unavailable Missions. Ah, okay. Sie hat ein graues Dings über dem Kopf, deswegen hilft mir das alles nichts. Verstehe, okay. Was ist hier? Das ist nicht grau. Mit denen müsste ich doch reden können. Players and Grouping. Ach so, okay. Was möchtest du denn gerne? Welcome to Hutta, kid. You're new here. You look pretty tough. But let me give you a word of advice. Watch your back out there. Learn how to please the people in charge. And as soon as you can, get out. Okay. Boah, mach dir mal keine Sorgen. Stay any longer than I have to. You got a good head on you then. Just hope that when you're ready to leave, you still can. There's a gang war raging out there right now. If you want to survive on Hutta, you're gonna have to learn the ropes. I can get you experience navigating Hutta's gangs, help you build your reputation. If you help me out. Das klingt nicht schlecht. Of course, there's always a catch. This is a gangster town, controlled by a greedy and cruel Hutt named Nemro. As if there was any other kind. Used to be I worked for Nemro's gang. Violent, bloody life. That's why I left.
But now, my little brother's following my footsteps. Nemro's street gang leader, Rex Gear, is my old buddy. I thought he might help get my brother out, but I can't get to Rex for all the fighting. Aha. Okay. Das heißt, ich soll da für ihn hingehen, ja? If you could blast your way through them and talk to Rex, convince him to let my brother go, I'd be grateful. Ja, gibt's da Geld für? What exactly do I get out of this, besides a reputation? I told you what you stand to gain in terms of reputation, but if that's not enough, I think I can swing some credits. Das ist, ja, dann mache ich das doch, wenn ich dann noch ein paar Credits kriege. You'll find Nemro's boys holed up in Jaguna, but you're gonna need to fight through Fathra's thugs, so be careful. Ach, kein Problem, das kriegen wir schon hin. So. Hier sind noch mehr Quests. Was ist das denn? Hallo? Okay. Das sind irgendwelche Spieler hier, hä? Nemro Bounty Druid. Okay. Tja. You got the wrong person. Aha, okay. Zeig mir mal, was du gerne möchtest. Okay. Und der gibt mir Geld dafür, ja? Ja, was auch immer. Ich habe jetzt noch eine Quest mehr. Das ist ja nicht schlecht. Gehen wir einfach mal los und gucken wir mal, dass wir hier Quests fertig kriegen. You are leaving a rest zone. Na, von mir aus. Das möchte ich auch ganz gerne eigentlich. Irgendwie stört mich mein Porträt da unten ein bisschen. Habe ich hier sowas wie... Ah, Autolaufen. Tatsächlich. Was ist denn Texas? Ach, Taxis! Ich verstehe, das sind so Fast-Travel-Geräte. Okay. Alles klar. Sind das hier das ein Gegner? Was war das denn? Das war ich nicht. Ich möchte aber auch gerne auf jemanden schießen. Komm, auf den da möchte ich jetzt schießen. Kann ich hier hoch? Kann ich hier jetzt so... Bam! Cool. Und damit kann ich... Schön. Okay, und jetzt? Den kann ich looten. Hier ist ganz schön viel los, aber das ist ja typisch für eine Beta. Moment, da hinten steht noch einer. Auf den möchte ich jetzt mal wieder schießen. Kann ich jetzt nochmal so eine Rakete? Yo, es geht. Okay, die Raketen sind awesome. Und dieser komische, schnelle Blaster ist auch ziemlich cool. Das ist ja witzig. Ich kann die aber nicht looten. Das ist wiederum blöd. Attacking Enemies. Tja, okay. Im Prinzip drücke ich mit rechts drauf, dann macht er eine Auto-Shot-Kramzeug. Und dann kann ich da meine Fähigkeiten drücken. Also das übliche Klickzeug halt. Okay, was ist hier? Gehe ich hier mal einmal rein. Wechsel Safe House. Ah, guck mal. Bounty Hunter Face. Your groupmates can help you if they are not a Bounty Hunter. Or if they select Allow Access. Same class, bla 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 bla. Erzähl mir das nicht nochmal. Ich möchte hier gerne. Was haben wir hier? Oh, da ist einer. Was ist das? Warum kann ich diese Fähigkeit da nicht benutzen? Wo das denn? Okay. Cooldown 2 Minuten. Also meine Ressource, die ich hier irgendwie benutze, scheint dieses Heat-Zeug zu sein oder so. Oder ich kriege Heat und wenn ich volles Heat habe, kann ich das nicht mehr benutzen und dieses Ding macht 50 Heat weg oder so. Wenn ich das gerade richtig verstehe. Aber ich weiß nicht, ob ich das nicht... Oh, da ist einer... Da versteckt sich einer. Der Feigling. Komm, stirb. Ich kriege einen Bonus, wenn ich 3 von den Leuten hier töte. Das ist ja cool. Das sollte ich ja wohl hinkriegen. Wo ist der denn? Da ist noch einer. Können wir dem mal gerade so eine Rakete in die Fresse jagen. Bam! Completed Bonus Mission. Das ist ja schon mal cool. Kann ich den? Ich kann ihn nicht looten. Wahrscheinlich, weil er nichts dabei hat. Aber das kann ich nehmen.
Datapad. Komm, take all. Da haben wir es eingesammelt. Yay. Ist das jetzt schon... Das ist schon die erste Quest, die ich hier erledigt habe. Das ist ja cool. Was habe ich denn hier noch für Fähigkeiten? Recharge and Reload. Regenerates Health and Vents Heat while Channeling. Aha. Quick Travel. Okay, das ist wahrscheinlich sowas wie ein Hearthstone. Und was ist Hunter's Boon? Increases the target's endurance by 5%. Okay. Das ist ja lustig. Zack. Gibt erstmal einen Self-Buff hier. Endurance 5%. Das ist ja cool für die komplette Gruppe. Nicht schlecht. Ein paar mehr Leute erschießen. Ich finde diese Rakete total geil. Mehr davon. Mehr von diesen Raketen. Die gefallen mir. So, Gangbadge. Okay. Irgendein Wender-Item wahrscheinlich. Hüpf. Hüpf. Okay, der springt schon mal irgendwie sehr eigenartig, muss ich zugeben. Ich muss mehr komische Gangster erschießen. Was denn? Ich werde beschossen. Bam. Nochmal, komm, Feuer. Und jetzt auf den anderen nochmal so eine Rakete, wenn das geht. Die macht nämlich, glaube ich, Flächenschaden. Jo, stimmt sogar. Tut sie. Oh, ich bin Level 2. Cool. Das ging aber fix und ich werde schon wieder von irgendwo beschossen. Komm, stirb. Na,